aus dem Bundestag, 14. Juli, es ist sitzungsfreie Woche im Bundestag, das heißt nicht arbeitsfrei. Ich habe auch eingeladen heute die SPD-Abgeordnete von Berlin-Kreuzberg, Jansel Kiseltepe. Wir haben schon über die erste Hälfte gesprochen. Sie waren gegen die Große Koalition, alles gut. Sie sitzen heute im Finanzausschuss, arbeiten kräftig mit. Was machen Sie in den Ferien jetzt? Sie machen eine Wahlkampftour, haben Sie gesagt. Eine Woche ist schon um, eine kommt noch. Und was machen Sie den Rest? Fahren Sie etwa doch in Urlaub? Ja, ich fahre auch in den Urlaub. Das haben wir uns auch verdient, finde ich. Ich mir auch. 2 Wochen allerdings nur, also jetzt nicht wochenlang. Ich habe meine Wahlkreistour, Sommertour, noch eine Woche. Danach, bis Ende August, habe ich natürlich interne Termine. Aber ich freue mich auch auf die Zeit, auf eine ruhigere Zeit, in der ich mal die Papierberge endlich abarbeiten kann. Auch mal lesen kann, inhaltlich was lesen kann. Kann man das eigentlich noch lesen, was da an Papierflut kommt? Das ist wirklich so viel. Es ist unglaublich und es stapelt sich und stapelt sich. Und ich bin froh, dass ich auch mal ein bisschen ruhige Zeiten habe, wo ich auch diese Sachen mal lesen kann. Wir sind hier in der sitzungsfreien Woche. Frage ich Sie mal, wie geht das so im Büro vor sich? Wie viele Mitarbeiter hat ein Bundestagsabgeordneter? Wie viele haben Sie, die also für Sie die Papiere lesen, erstmal besorgen, lesen, sichten, vorbereiten, reden, schreiben und Papier sortieren und Bleistifte anspitzen oder was auch immer. Wie läuft sowas? Wie viele Leute arbeiten für Sie? Also ich habe 3 Leute in meinem Bundestagsbüro, einen Büroleiter und 2 Mitarbeiter. Der eine Mitarbeiter ist für den Ausschuss zuständig, also macht die Ausschussvorbereitung. Der andere Mitarbeiter bereitet Wahlkreistermine vor und auch Reden, die wir dann im Team zusammen nochmal durchgehen. Und mein Büroleiter hat so den Gesamtüberblick. Das ist immer gut, wenn einer da ist, der den hat. Ja, genau. Ich habe vor 2 Wochen auch einen Wahlkreis, seit 2 Wochen ein Wahlkreisbüro. Wir hatten die Eröffnung Ende Juni. Das ist in der Grünberger Straße 4. Mhm. Jeder ist herzlich willkommen. Jawohl, danke für die Werbung. Gerne. Wie war das? Grünbergstraße 4? Grünberger Straße 4 in Friedrichshain. Grünberger Straße 4 in Friedrichshain. Ja. Gut. Und vielleicht sagen wir es nachher nochmal. Und dort habe ich auch einen Mitarbeiter, der die Wahlkreisarbeit macht, der als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist wahnsinnig viel Papier, es ist wahnsinnig viel vorzubereiten. Ja. Nicht, also wir kriegen ja Zuschriften, Anfragen, Menschen melden sich mit ihren Problemen, individuellen Problemen bei uns, denen wir versuchen zu helfen. Und das ist wirklich immer viel Arbeit, die anfällt. Naja, und im Finanzausschuss, das verstehen Sie selber, Sie sind studierte Volkswirtin. Ja. Aber wenn Sie das alles lesen und überdenken müssen, eine Rede schreiben müssen. Kommen Sie denn auch zu Wort im Parlament? Können Sie sich da einfach melden, so wie in der Fraktion? Das hatten wir vor der Pause. In der Fraktion können Sie sich melden und losreden. Geht das auch im Bundestag, dass Sie mal so während der Debatte mal zu Ihrem Fraktionschef laufen? Ja, jetzt frage ich mal so ganz naiv. Ja, das macht man bei den eigenen Leuten eher weniger, sondern bei den, also wenn man in der Regierung ist, fragt man die Opposition natürlich über Zwischenfragen. Jeder Abgeordnete hat im Plenum in der Debatte das Recht, auch Zwischenfragen zu stellen. Allerdings muss der Redner das dann auch zulassen. Ja. Und also es sind halt Spielchen so ein bisschen. Ja, aber Sie können nicht einfach so ans Rednerpult gehen und sagen, so jetzt halte ich mal eine Rede. Das geht schön geordnet. Geordnet, der Präsident oder die Präsidentin erteilt einem dann das Wort, nachdem man sich kenntlich gemacht hat. Und dann muss der aktuelle Redner auch zustimmen, der Zwischenfrage zustimmen. Wie viele Reden haben Sie schon gehalten in den ersten 8 Monaten? Eine Rede. Eine Rede. Und wie lange ist das immer denn so? Ist das beschränkt oder können Sie beliebig lang reden? Nein, nein, die Redezeiten sind der entsprechen dem Verhältnis der Fraktionsstärke im Plenum. Und dann wird die Redezeit für die Arbeitsgruppe dann nochmal aufgeteilt unter den Rednern. Das ist ja höhere Mathematik. Also das ist, ja. Und müssen Sie die vorher einreichen, die Rede, bei der Fraktionsspitze, damit die sehen, was Sie sagen? Nein, das muss man nicht, musste ich auch nicht. Das ist ja Gewissen, nicht? Genau. Freiheit der Rede gilt auch im Bundestag, wollen wir mal sagen. Jetzt fragen sich ja viele Leute, nun ist ja eigentlich alles beschlossen, was im Wahlkampf versprochen war. Keine Steuerung von der CDU, Mütterrente von der CSU ist auch durch. Alles andere kam von der SPD, also könnte man doch jetzt eigentlich Pause machen. Lange Pause. Nein, es gibt noch vieles, was wir vorhaben. Auch zum Beispiel in der Rentenfrage möchten wir
flexible Übergänge in die Rente schaffen. Also das bedeutet, dass Menschen nicht unbedingt bis zur Regelaltersgrenze arbeiten müssen, sondern ihre Arbeitszeit reduzieren können. Aber auch verlängern können. Genau, steht jedem frei, länger zu arbeiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diese Übergänge kurz vor der Rente so gestalten, dass jeder individuell entscheiden kann, wie viele Stunden er noch arbeitet, gleichzeitig aber weiterhin in die Rentenkasse einzahlt und so auch Rentenanwartschaften erwirbt. Das geht noch. Und was sind noch die großen Punkte? Und gibt es irgendein Thema, an dem Sie ein besonderes, großes, persönliches Interesse haben, dass es endlich beschlossen wird? Ja, das ist die Wohnungs- und Mietenpolitik. Das war auch Thema in meinem Wahlkreis. Menschen werden sozial verdrängt. Sie können die Mieten nicht mehr bezahlen in Friedrichshain-Kreuzberg und werden in die Randbezirke verdrängt. Da haben wir noch keinen Kabinettsbeschluss erzielen können, weil die Union noch bei der Mietpreisbremse Probleme sieht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass nach der Sommerpause, also im zweiten Parlamentshalbjahr, wir dort auch einen Beschluss herbeiführen werden. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht haben Sie auch in den letzten Wochen die Diskussion um die BIMA-Politik mitbekommen. Die BIMA ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und es gibt Bundesliegenschaften bundesweit, auch in Berlin. Und aktuell war bei mir im Wahlkreis das Dragoner-Areal. Sollte doch verkauft werden, nicht? Das ist jetzt im Bieterverfahren, das Dragoner-Areal. Das ist das Gelände hinter dem Finanzamt Kreuzberg. Und das BIMA, es gibt auch ein Gesetz, BIMA-Gesetz, das schreibt vor, an den Meistbietenden zu veräußern, was dazu führt, dass städtische Wohnungsbaugesellschaften oft nicht mithalten können, weil die Preise sehr spekulativ sind. Das ist eigentlich grotesk, finde ich das. Ja. Wie kann man so ein Gesetz denn, ist die Frage, warum man es beschließen kann, kann man das ändern? Genau, das will ich durch meine politische Arbeit auch ändern. Wir als SPD-Fraktion sind da dran und möchten auch über die Berliner Landesebene, über den Bundesrat dann versuchen, das BIMA-Gesetz und die Bundeshaushaltsordnung derart zu ändern, dass das eben nicht immer an den Höchstbietenden geht, sondern auch Konzepte berücksichtigt werden, die dem sozialen Zusammenhalt dienen. Kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn Sie die Sendung am letzten Samstag gesehen haben, also vorgestern, Reihe Standort, mein Gespräch mit dem Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz, Heiko Maas, auch SPD, das wiederholen wir diese Woche noch einige Male und da geht es natürlich auch um die Mietpreisbegrenzung. Ja. Welche Chancen sehen Sie denn, das zu ändern? Das ist doch so eigentlich im Sinne, sage ich mal, früher hätte man gesagt, der Kapitalisten. Ja, ne? Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil es betrifft nicht nur Berlin, sondern auch viele andere große Städte. Und es gibt auch eine Bundesratsinitiative aus NRW. Jetzt hat sich Berlin dem angeschlossen. Und wenn im Bundesrat eine Mehrheit gefunden wird, dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gestern hat stattgefunden das Bündnis für bezahlbares Wohnen. Barbara Hendricks hat dazu eingeladen. Also letzte Woche schon. Am Freitag, glaube ich, war gestern das. Gestern war das. Oder vorgestern. Ja. Ja. Ja, genau. Freitag letzte Woche. Ja, Sie haben recht, Herr Brinkmann. Und dort wird man auch noch mal darüber diskutieren, im Rahmen dieses Bündnisses, was gemacht werden kann. Das ist ein ganz riesiges Problem. Ne? Und wenn sich das verzögert, was bedeutet das für Berlin, was bedeutet das speziell für Ihren Wahlkreis? Haben Sie da mal so eine Untersuchung gemacht, eine Berechnung gemacht? Um wie viel die Mieten denn steigen, wenn man das nicht bald bremst? Also vor 5 Jahren etwa, lagen die Mieten bei 5 Euro kalt und mittlerweile sind wir bei 8 Euro kalt und das ist schon eine Menge. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die Mietpreise in den letzten 10 Jahren um 40% gestiegen sind. Und also ein normaler Verdiener kann sich das nicht leisten und ist gezwungen, sein soziales Umfeld, sein soziales Netzwerk zu verlassen in einen Bezirk, wo man eigentlich
wo er geboren ist. Genau. Ja? Ja. Und dann wird er vertrieben, weil er das nicht mehr bezahlen kann. Genau. Ja? Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Geringverdiener, Grundsicherungsempfänger, Gutverdiener zusammen leben können. Meinen Sie, das wird noch 2014 so weit kommen, dass das Mietpreisbegrenzungsgesetz, so heißt es, glaube ich, bis Ende diesen Jahres durchkommt? Das wäre ein bisschen zu optimistisch, denke ich, aber es wäre gut. Ich gehe von nächstes Jahr aus. Ich gehe so in Zeitschienen. 2016 wählen wir hier das neue Abgeordnetenhaus. Ja. Ja, das wird ein Wahlkampfthema und 2017 Bundestag wieder. Ja. Wird dann auch ein Wahlkampfthema. Genau. Also ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr in Kraft tritt. Ja, das wäre ja nicht schlecht, wäre auch ein persönlicher Erfolg für Sie im Wahlkampf, ne? Das kann man wohl sagen, ja. Weil ich habe wirklich seit Monaten kämpfe ich dafür, auch in meiner Fraktion im Bundestag. Und hoffe, dass wir das auch durchsetzen. Eigentlich muss man doch nicht kämpfen dafür in der SPD-Fraktion. Eigentlich müssen doch alle sagen, das ist wunderbar. Das ist doch ein Gesetz, das uns auf den Leib geschrieben ist. Ja, es ist auch, das war ja auch in unserem Wahlprogramm drin. Ich habe mich falsch geäußert, nicht Fraktion, sondern im Bundestag, weil das Problem sind zurzeit noch die Unionskollegen. Na gut, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie die auch noch überstimmen und dass wir dann das Gesetz bekommen und sich denn das auch niederschlägt für die SPD-Kandidatin und nicht wieder alle denken, das macht doch alles Frau Merkel. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Wir sind leider wieder am Ende. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder aus dem Bundestag. Auch dann ist noch sitzungsfreie Woche, aber ich kann es nur nicht oft genug sagen, es ist nicht arbeitsfrei. Und insofern findet meine Sendung auch jeden Montag weiterhin statt, auch wenn Ferien sind. Herzlichen Dank, Frau Giseltewe, dass Sie da waren und ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche noch schöne Ferien. Bis dahin und tschüss.